Ich gehe mal stark davon aus, ihr habt bereits den Titel vom Video gelesen. Dort drin steht Moinkballs. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was dort damit gemeint ist, gar nicht schlimm. Ich erkläre es euch und zwar noch im Intro. Das Intro hat er hoffentlich gut rumgekriegt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat das mit diesen Moinkballs auf sich? Das ist locker und leicht erklärt. Moink ist ein Zusammenschluss von Mu und Oink. Moink, also Schweine- und Rinderhackfleisch. Das ist auch der Hauptbestandteil von den Moinkballs. Die Moinkballs gibt es in zig verschiedene Ausführungen. Ich habe mich ganz klassisch für die Gouda-Würfel in der Mitte entschieden. Das Ganze wird dann umschlossen von unserem Hackfleisch. Da außenrum kommt Bacon. Und dann nachher, nachdem das Ganze eine Zeit lang im Backofen angegart ist, tun wir das Ganze mit einer Barbecue-Sauce bestreichen. Und die Dinger sind nachher richtig mega lecker. Okay, ich habe euch quasi schon alles verrot, was man brauche. Das ist gar nicht viel. In meinem Fall habe ich jetzt hier 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, Moink halt. Ne? Ich habe Bacon für das Ganze inzuwickle. Ich habe hier Gouda Jung für in die Mitte drin. Dann brauchen wir noch ein paar Gewürze. So wie ihr das wolle. Bei mir kommt Paprikapulver dran, es kommt Knoblauchpulver dran, Zwiebelpulver kommt dran, Kreuzkümmel mache ich auch noch dran und noch ein paar andere Gewürze. Zeige ich euch aber dann gleich im nächsten Schritt, wenn ich jetzt hingehe und du das Hackfleisch mit den Gewürzen mische. Also, auf geht's! So Freunde, hier haben wir unser 500 Gramm Hackfleisch. Da gehen wir jetzt erstmal hin und geben wir Pfeffer dran. Salz. Knoblauchpulver. Dann Zwiebelgranulat. So, Kreuzkümmel. Ich liebe den Geschmack von Kreuzkümmel. Wenn ihr das nicht möge, einfach weglose, passt danach. So, und hier habe ich noch Paprika geräuchert. Und noch ein paar Kräuter der Provence. Das ist auch kein Muss. Ich mag das gerne. Wer es nicht mag, weglose. So, das Ganze tun wir jetzt gut durchkneten. So, ein bisschen auf Seite stellen, leihen lassen, ein bisschen durchziehen. Da können wir uns jetzt schon mal um den Käse kümmern. Da müssen wir kleine Würfel rausschneiden. So sehen dann fertig geschnittene Käsewürfel aus. So, nächster Schritt. Nehmen wir uns dann ein bisschen was von unserem Hackfleisch und das auf der Hand ausbreite. Jetzt kommt so ein Käsewürfel hier drin und dann wird das Ganze gut verschlossen. So, soweit so gut. Jetzt schnappen wir uns unser Bacon. Und dann wickeln wir die da drin in.
das Ganze ein bisschen zu fixieren. Stecken wir Zahnstocher durch. So, und das Spiel machen wir jetzt bei unseren restlichen Moink Balls. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby. Die Moink Balls kommen jetzt für circa 30 Minuten bei so 110, 120 Grad in den Backofen drin. Sie soll ja noch nicht gleich kross wäre vom Bacon her, also soll er einfach nur durchgaren. Wenn die Zeit um ist, holen wir sie raus, tun sie komplett von alle Seiten mit Barbecue-Soße bestreichen und dann kommen sie nochmal in den Backofen drin. Da drehen wir den Backofen bitte auf 200 Grad, 220 Grad, was euer Backofen halt bei Umluft hergibt. Ne? Und dann halt ein Auge drauf halle, wie lange es dann braucht. Das erkennt man dann schön, wenn die Barbecue-Soße anfängt zu karamellisieren und braun wird. Also nicht so kurz drin lassen und halt auch nicht so lang. Da müssen wir halt dann ein bisschen aufpassen, da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wie lang das bei euch halt ist. Kleiner Profi-Tipp noch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Balls am besten in eurem Backofen drapiert, eignet sich eine Muffinform, weil da passen sie schön drin. So, die Scheißascher waren jetzt bei mir in den Backofen drin. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sie raushole, für sie mit der Barbecue-Soße zu bestreichen. Nicht wundern, ich mische meine eigene Barbecue-Soße an. Das sind die auch, wo ich auf die Spare Ribs drauf mache. Wenn euch das Rezept interessiert, gar kein Thema, geht ein paar Videos in meinem Kanal ohne runter. Da findet ihr das Rezept. Da ist dann auch alles, wie man die Barbecue-Soße macht. Und die benutze ich wirklich für sau viele Sachen. Die war in meinem letzten Burger-Video da mit dem Kerrygold-Challenge, mit der Burger-Challenge, habe ich das drauf gemacht gehabt. Ne? Ich benutze es teilweise für auf Steak-Sandwiches drauf zu machen. Man kann das Ganze wirklich vielseitig einsetzen. Ne? Also alles, für was man halt Barbecue-Soße braucht. Muss nicht immer fertig gekauft sein. Mit ein bisschen Arbeit und Liebe kann man sich selber was ganz Tolles herstellen. Also probiert es einfach mal aus. Vielleicht wollen wir mal ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob das Ganze bei euch ankommen ist. Würde mich mal freuen. So, genug geschnackt von meiner Seite. Wie gesagt, wir sehen uns nachher, wenn ich sie raushole aus dem Backofen für zum Inpinseln. Und dann nachher auch beim Verköstigen. Und da nicht wundern, da werden wir uns dann draus sehen, aus dem einfachen Grund, heute ist Barbecue-Tag. Ich schmeiße nachher meinen Plunger nochmal an. Wir machen heute Ribs. Wir machen heute Nackesteaks. Wir machen Grillgemüse auf der Plunger. Es wird Kartoffeln von der Plunger gehen. Also nachher auf dem Teller wird ein buntes Sammelsurium sein, wenn ich diese köstliche kleine runde Scheiße dann probiere. Und insofern würde ich sagen, kurzer Break hier bei mir und dann geht's gleich weiter. Dranbleiben. So Freunde, ich habe unser Moink Balls hier schon rausbefreit. Jetzt gehe ich hin und tunke die hier schön in die Barbecue-Soße und dann kommen sie nochmal zurück. Und jetzt wandern sie nochmal in den Backofen drin. So, das war jetzt vorerst das letzte hier bei mir aus der Küche. Ich muss jetzt nochmal raus an die Plancha, da habe ich noch ein bisschen mehr Zeug drauf leihe. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das Essen fertig ist, beim Anrichtvorgang. So Freunde, wie man sieht, ich bin jetzt gerade noch rausgewandert an die Plancha. Die Moink Balls habe ich jetzt natürlich auch noch kurz hier drauf gelegt, dass die noch ein bisschen von der Flamme geküsst werden. Hier haben wir dann halt noch ein paar Spare Ribs, da vorne haben wir noch ein paar Nuggetsticks, Käsegriller haben wir hier noch. Dann Kartoffeln und unser Grillgemüse. So, bevor man jetzt hier dann alles auf der Platte dann noch anbrennen tut, wie der Abmod, würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich noch einmal kurz am Teller, wo ich die Moink Balls anschneide und mal noch kurz einmal ringucke, kurzer Geschmackstest mache und würde ich sagen, bis gleich dann. So, hier auf dem Teller mein Moink Ball. Dann gucken wir mal rein. Ja,
einwandfrei hier. So, leider schiebe sich dunkle Wolke vor den Himmel, deshalb ist die Ausleuchtung im Moment ein bisschen grotte. Aber wir probieren das Ganze jetzt mal. Oh, es ist mega lecker. Mit dem Käse da drin, außenrum der Bacon. Überall, wo Bacon dran ist, kann es eigentlich nicht besser werden. Mit der Barbecue-Soße außenrum, einwandfrei. Es ist nicht trocken. Es hat ein schönes Mundgefühl, es ist perfekt sozusagen. Also von mir wäre 2 Daumen hoch. So, die ganze Soße ist super einfach nur gekocht und es rendiert sich wirklich. Ich sehe gerade Lehne, meine Gäste, die beschweren sich auch nicht, denen scheint es auch gut zu schmecken. Insofern kocht man das Ganze nur. Mich würde es freuen, schreibt mal was in die Kommentare rein. Und da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke, dass ihr dabei wart und machen's gut. Ciao.